manipulieren, machen, verstanden. Was das angeht, sie ist sehr wichtig für Jugendliche. Die Vermögensverwaltung, das Patrimonium, kann die lernen von Anfang, das Leben haben. Bitte zuerst fragen, wie Kinder ihr Geld ausgeben. Früher habe ich mein Taschengeld, um mir, was ich will, zu kaufen, wie Süßigkeiten oder Spielzeug, wenn ich will. Und du? Ich kaufe Kleidung, Videospiel und Zigaretten. Okay. Und blöd. Am besten ist es, Süßigkeiten und Spielzeug zu kaufen. Neben meinem Vater sagt, dass das Rauchen nicht gut ist. Ich bin einverstanden. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich denke, dass die Eltern sollen das Kind selbst und frei entscheiden lassen, was es mit seinem Taschengeld kauft. Also, wenn Jürgen willst eine Süßigkeit kaufen, kann er, das ist sein Geld. Das Taschengeld muss ein Ziel haben. Es erlaubt der Kinder, den Wert des Geldes zu kennen. Mit dem Taschengeld können die Kinder ihnen eigene Entscheidungen mitnehmen. Sie organisieren ihnen Geld und vergleichen die Produkte. Also ist das Taschengeld wichtig. Aber wie sollen wir geben? Die Eltern sollen das Taschengeld immer pünktlich und regelmäßig geben, wie pro Monat. Die Kinder muss planen, ihnen Taschengeld. Es soll immer ausgezahlt werden. Geben Sie ja, natürlich. Sie meinen Kinder nicht verbringen ihre Tage arbeiten, aber wenn sie ein wenig mehr machen, können sie ein wenig Geld zu verdienen. Und dass sie beschließen, eine wenige wie in der Arbeit mit den Überstunden. Sie sollen keine extra Geld geben. Es ist nicht pünktlich und regelmäßig. Es ist wie eine Erpressung. Das ist nicht gut. Ich bin einverstanden. Man muss kein Geld geben. Nein, nicht kein Geld, nur pünktlich, wie Promenade. Ja, ich denke, das Bedürfnis aus Taschengeld ist realistisch für Jugendliche. Du bist einverstanden, weil du willst der Taschengeld stohlen. Ja. Ich bin ein Werbefachmann, ich muss Geld machen. Wenn ich war ein kleines Mädchen, ja, das ist ein bisschen Werbung und, ja, und ich kein Taschengeld verdienen und ich bin normal heute. Nein, außerdem Kinder kann werden diskriminiert jemanden gegenüber. Und die Taschengeld, diese Jungen kaufen Zigaretten, das ist sehr schlecht. Ja, aber er soll nicht kaufen Zigaretten, er kann kaufen McDo, Videospiel. Und er hat Probleme.
hat viele Probleme. Werbung, tut einen Wunsch, um verkaufen sein Produkt. Okay. Mais on dit, was sie denken. Ich will nicht einen verstanden. Weil mit dem Cash-and-Geld, Kinder kaufen sie, was sie wollen. Une Zigarette? Nein. Nicht gefährlich, Ding. Und du, hast du extra Geld? Ja, wenn ich zu Hause helfe und wenn ich eine gute Note habe. Ja, als ich mit meiner Mutter im Haus helfe, kauft sie mir ein Geschenk, weil sie denkt, dass mir zu viel Geld ist nicht gut für mich. Aber mein Vater sieht das anders, weil er sagt, es ist gut für meine Zukunft. Und ermutigt mich nicht an Geld, das ich auf meinem Bankkonto lege, zu verbringen. Wenn mein Sohn gute Noten hat, gebe ich ein kleines Geschenk, nicht Taschengeld. Also mein Sohn kann Zigaretten kaufen und Mathe kaufen. Bitte, sie debatte, ist fertig. Taschengeld ist ein Z-Ein-Plus-Thema. Wir stellen fest, dass die Eltern unterschiedliche Meinungen haben. Sie haben nicht alle die gleiche Methode. Die Eltern müssen vor dem Problem und machen, was sie am besten für ihre Kinder sind. Fühlen Sie sich frei, um Spezialisten zu konsultieren. Auf Wiedersehen, du warst auch im ZDF. Termin nächste Woche für eine neue Debatte, die Auswirkungen von Videospielen auf Kinder. Thank you.